zähle euch jetzt in mehreren Videos die Geschichte von Mose. Mose lebte, wie ihr sicher wisst, in Ägypten. Jetzt, bevor ich die Geschichte von Mose erzähle, müssen wir erstmal die Frage klären, wie kommt Mose eigentlich nach Ägypten? Und wahrscheinlich erinnert ihr euch noch dran, dass ihr in der ersten, zweiten Klasse die Geschichte von Josef gehört habt. Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten, dann in Ägypten gelebt hat. Eine lange Geschichte, die ich jetzt natürlich nicht erzähle, aber am Schluss der Geschichte war es so, dass eine große Hungersnot kam und Josef seine Familie nach Ägypten geholt hat. Dort haben sie gelebt, viele Jahre lang, sind immer mehr geworden. Und der Moment, wo unsere Geschichte von Mose beginnt, ist es so, dass mittlerweile ein anderer Pharao an der Macht war, der nicht wusste oder sich nicht daran erinnern konnte, was Josef und die Hebräer, wie sie damals genannt wurden, alles für Ägypten getan hat, weil es schon so lange her war. Und an dieser Stelle beginnt unsere Geschichte. Den Ägyptern, die Ägypter hatten Angst vor den Israeliten, weil sie immer mehr wurden, weil sie stark waren, weil sie klug waren. Und deswegen haben sie sie gezwungen, für die Ägypter zu arbeiten, regelrecht zu schuften. Und weil sie gemerkt haben, dass das alleine nicht reicht, hat der Pharao ein Gesetz erlassen, dass alle Kinder der Hebräer getötet werden sollen. Hier seht ihr jetzt eine Mutter, die ihr Kind aussetzt. Und in diesem Körbchen liegt ihr kleiner Sohn. Weil sie nicht möchte, dass ihrem Sohn irgendetwas zustößt, hat sie sich überlegt, ich lege ihn da in den Bastel, ein Schilfkörbchen, und lege ihn da in den Schilf und hoffe, dass ihn irgendjemand findet. Denn es war klar, sie kann ihn auf die Dauer nicht bei sich zu Hause behalten. Das fällt auf und dann kommen die Soldaten und nehmen ihn mit. Und die Tochter, die seht ihr da auch, die Tochter Miriam, hilft ihr, das kleine Baby in den Schilfkorb zu legen. Und dann gehen sie weg. Aber wir werden ja, ihr werdet es gleich sehen auf dem nächsten Bild. Die Miriam, könnt ihr sie erkennen, hinten in der Ecke. Die Miriam ist noch da und schaut, was jetzt mit ihrem kleinen Bruder passiert. Und was sehen wir? Die Tochter des Pharao mit einigen Frauen ist am Fluss zum Baden und entdeckt das kleine Baby und hört es schreien. Und denkt sich, ach herrje, das arme Baby, das schreit. Sie hat gemerkt, dass es ein israelitischer Junge ist, aber das war ihr egal. Dieser Junge tat ihr so leid, dass sie gesagt hat, dieses Kind möchte ich mitnehmen.